Und bevor ich heute Abend hier ins Theater gekommen bin, bin ich am Hauptbahnhof ausgestiegen, bin über diese Königsstraße bergauf gelaufen und wurde dann also von diesen Massen auf der Einkaufsstraße nach oben gedrückt und sah dann irgendwann vor mir diesen Wahnsinns-Weihnachtsmarkt. Da habe ich mir gedacht, das probiere ich jetzt mal aus, bevor ich zur Arbeit gehe, gucke da mal ganz entspannt in aller Ruhe, was es da so gibt, vielleicht das ein oder andere Geschenkchen noch, wer weiß. Und ich wurde dann auch so von dieser Masse vom Hauptbahnhof so hochdrückt da reingeschoben und wurde auch gleich von der ersten Currywurstfahne herzlich empfangen. Und es wurde also immer enger und die Masse nahm mich immer mehr in seine Mitte rein und schob mich dann eben in diese Fichtenbogengassen hinein. Ja, und dann roch schon die erste Pommesfahne, roch von rechts nach links. Und irgendwann streifte ich diese Ketchup- und Mayo-Euter, die dann da so hängen. Die Masse drückte immer mehr von hinten und es wurde also immer enger und immer enger. Irgendwann hatte ich dann so ein Mayonnaise-Lidstrick von diesen. Ja, und die Masse drückte in diese Fichtenbuden und irgendwann kam ein riesiger geöffneter Mund an mir vorbei und an. Ich glaube, ich habe da noch die letzten Glühweinreste. Es war herrlich gefühlt und irgendwann drückten sie dann noch von der linken Seite, drückten sie mich immer tiefer in diesen Fichtenbudenmarkt hinein und irgendwann kamen sie auch von rechts und dann diese Geschenktüten, diese Verpackungstüten, die rasierten mir doch dann mein Dreitagesbad ab und plötzlich drückten sie auch von vorne. Ich war mittendrin und irgendwann war ich in der Horizontale und wurde dann dadurch so einen Wollstrick-Socken-Fichtenbudenstand durchgezogen und irgendwann haben sie so geguckt, ich war locker drauf, ich war total entspannt, das war richtig. Ja, und die Leute drückten und hatten überhaupt nichts. Und ich wollte da eigentlich nur noch rausfliegen nach oben, aber nein, die Masse drückte mich nach unten bis in die Kanalisation von Stuttgart. Und da wurde ich direkt bis hier vor die Haustüre geschwemmt und stieg da auch wieder aus dem eisernen Deckelchen auf. Und meine Kollegen, die haben es einigermaßen wieder hingerichtet, nur der braune Teil, der ist halt noch vom Untergrund aus Stuttgart. Und da hatte ich einfach so dieses Bedürfnis, nein, Weihnachten soll doch eine entspannte Zeit sein und nicht diese Stresssituation und wollte eigentlich nur noch wegfliegen. Das gelang mir halt leider nicht, bin unten rum gespült worden. Aber nun darf ich Ihnen Artisten präsentieren, die das Fliegen beherrschen. Begrüßen Sie mit mir. Mit einem kräftigen Applaus am Trapez, meine Damen und Herren, die Flying Flametti!
schön.